wenn ich ein Cowboy wär. In der Ruhephase. Ja, es ölt. Hier, es ölt. DRZ. Ihr seht, 400 F. Kein Rad drin, keine Gabel drin, gar nichts. Olli? Ja? Was sagst du? Was denn? Der Optimismus zu der Maschine? Ja. Sagenhaft. Wir werden jetzt sehen, dass wir das letzte von den Sammelsurigen auch noch wiederbeleben. Hast du das Gefühl, dass der Owe anspringt? Ich bin optimistisch. Du bist optimistisch? Ja, ja. Leben einhauchen. Leben einhauchen, weil die ist schon lang tot, ne? Die Maschine ist schon lange tot. Das war der totgesagte Teileträger. Ja. Olli kippt jetzt Benzin rein. Hier, guckt. Eieieiei. Es läuft doch nichts raus. Okay, noch ist alles dicht. Ja. Olli schraubt die Schraube fest. Olli, hast du dich eingeölt? Gleich ein bisschen. Was sein muss, muss sein. Ja. Wir geben alles. Junge, Olli, der ist halt wohl wieder so schnell hier. Den kriegst du gar nicht richtig auf die Kamera. So, mal hoffen, der Sprit kommt drüben. Der Tank droppelt auf jeden Fall am Hahn. Hey, hast du eigentlich auch einen Gasgriff? Du hast ja gar keinen richtigen Gasgriff. Auch nicht hier, das geht nicht. Zeig mal, die Fans, zeig. Warte, komm her, Jungs. Jawohl, wir müssen hier den Gaszug rausholen. Hier, langsam, halt doch mal ruhig. Ich muss auch für die Kamera. Warte, ich muss die Spitzzange holen. An dem Zug wird Olli jetzt ziehen. Olli, kriegst du das Vollgasstück? Es sträubt sich. Es sträubt sich, aber wie wir Olli kennen. So, Zange ist dran. Zange ist dran. Gas geht. Wer drückt jetzt auf den Knopf? Verdammte Scheiße, weil ich muss ja filmen. Job ziehen. Batterie anklemmen. Die letzte Kabel werden montiert. So, Sprit ist auf, Job ist gezogen. Gleich gibt es eine Explosion. Was hier, ob unsere Werkstatt in die Luft fliegt oder ob es überhaupt. Oh! Leute. Da tut sich beim ersten Versuch mal gar nichts. Ich muss mal auf die Sprünge. Kokain? Ja. Kokainspritze. Okay. Sag mal, guck mal. Der Olli versucht diese Ruine wieder zum Leben zu erwecken. Ja, der Olli ist der Größte, der kocht das auch. Hey. Meinst du, das Ding läuft? Was hast du für ein Gefühl? Noch sieht's nicht so aus. Noch sieht's nicht so aus. Aber der Olli bekommt es bestimmt hin. Ja, wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Das ist klein Lara, ne? Ja. Wenn sie mal groß ist, darf sie dann diese Ruine fahren. Dauert nicht länger. Ja. Die Kompression ist sehr gering. Das Geräusch hört sich nicht so überzeugend an. Du meinst, das Ding wäre tot? Ja, tot nicht, aber es dürfte noch eine leichte Zylinderkopfüberholung dürfte noch anstehen. Okay. Wir probieren es trotzdem. Okay. Das ist Tutti-Frutti Altrocker, oder wie? Ja. So, das Motorrad ist immer nett angesprungen, weil Kompression wie viel? 3 bar. 3 bar ist ein bisschen knapp, ne? Ja, ist ein wenig dünn. Das schickt für Luftdruck, aber der Kompressionsdruck. Da ist nicht mehr viel Wind drin. Richtig. In dem Motor hier. Also, wenn wir jetzt hier erst mal den Zylinder kommen. Wir machen hier Stripping Motorcycle for Engine Repair. Okay. Da bauen wir da oben das Ding da, mit denen, das sind die Lockerwelle, die wo da nichts wissen, gell? Da bauen wir das Ding jetzt ab. Und hier für die Unwissenden, was ihr jetzt hier seht, da die 2 Räder, da drüber läuft die Steuerkette. Die Steuerkette, die steuert, Olli? Die Lockerwelle und die sind fürs Motormanagement. Da geht's richtig zur Sache. Und wenn die falsch stehen, wenn die nicht richtig angestellt sind? Das tut den Ventile nicht gut. Dann gehen sie nämlich kaputt. Und das Ding springt immer gar nicht an. Also, es wird geschrubt, was es durchhält. Kommst du der Sache näher? Haben wir die Schrube bald raus? Ja. Wir werden sehen, wo es Zahnausfall gegeben hat. Ja. Jetzt komm doch. Jetzt ist der Kopf gleich draußen. Warum auch immer. Ganz
ist nur hochgezogen. Das ist der Zylinderkopf von dem Ding. Nichts, auf Anhieb nichts zu sehen. Halt, Kolbenboden. Das ist hier der Kolbe. Ich habe gerade Vergaser fotografiert. So, und das hier, das sind die Ventile von innen. Vier Stück hat das Luder. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob sie dicht sind. Und wenn sie undicht sind, da auch hier der eine Auslass, der sieht so scheiße aus. Extrem gegenüber. Oh, hier die Ventile, sieht extrem weggebrannt aus. Ja. Normales Material so dick und hier, das ist total ausgebrannt. Ja, ich glaube mal, wir haben eine Schade gefunden. Ventilschaden. Viermal neue Ventile, einschleifen und dann drum die Kiste. Jo, so sieht's aus. Und das haben wir festgestellt, jetzt um 10 vor 11. Hey, hallo. Jetzt waren wir da ganz schön schnell hier. Jawohl, so soll es sein. So, jetzt machen wir erstmal Pause, weil ich denke mal, mehr Waldventile müssen wir bestellen. Aber wir geben alles und wir geben dann auch Bescheid, wenn es weitergeht. Und tschüss und frohe Ostern. Also das Ventil ist undicht. Also ein undichtes Ventil haben wir entdeckt. Ja. Oh, undicht. Also ein Einlass, ein Auslassdefekt. Müssen wir jetzt den Ventile ausbauen und hoffen, dass die Sitze noch nicht verzogen sind. Okay. So, wir haben den Zylinderkopf montiert von dem Motorrad. Der Tank hängt auch wieder. Und die ersten Startversuche werden gemacht. Ödel, ödel, ödel. Man wird mit Startpilot probieren. Die ersten Töne. Ja. Spritmangel. Spritmangel. Muss mal gucken, was Mama. Wir haben die Reserve auch schon auf. Mal reinschauen, ob der Benzin an. Der Tank wird nach links gehalten, damit der Benzin auf die linke Tankseite kommt. Das sind so alte Trabertricks. Jawohl. Schock. Komplett ziehen. Schock ist gezogen. Kleine Spritze. Eine kleine Vitaminspritze. Ödel, ödel, ödel. Hier, der läuft ja perfekt. Zahne, kein Klappern. Rauchentwicklung ist auch noch relativ gering für die ersten Töne. Rudermotor. Hey, wir wollen mal Suzuki Japan loben. Jawohl. Die Bauermotorräder, die stehen 5 Jahre irgendwo als Ruine. Pepsi-Test, ohne Gas. Ohne Gas. Ohne Startpilot. Es ist so geil. Ein Traum. Hey. Dankeschön, Suzuki Japan. Ihr baut die allerbesten Motorräder auf der ganzen Welt. Operation gelungen. So, dann wollen wir dann mal sehen, wie es weitergeht mit dem Motorrad. Motor, wie wir sehen, lebt. Es kommt noch eine Vorderradgabel rein, 2 Räder, ein Lenker und eine Sitzbank und ganz wichtig, ein Spiegel. Dann müssen wir sehen, dass wir auf das Motorrad TÜV bekommen, was aber bei einer Suzuki eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. Und dann soll die Maschine wieder auf große Reisen gehen. Den großen Tank machen wir drauf, ne? Ja, genau, das nächste Männermotorrad ist am Start. Genau. Geht in die Wüste, nach Marokko und. Viele Abenteuer werden diesem Motorrad in Zukunft wieder bevorstehen. Dieses Motorrad wird Geschichte schreiben. Das Motorrad schreibt Geschichte. Und Olli, Moment, bleib stehen, lauf nicht zu viel rum. Olli, das ist der Starmonteur, der das Motorrad zum Leben erweckt. Olli, ja. Dankeschön, dass bis du dieses. Zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass du dieses Suzuki wieder zum Leben erweckt hast. Jawohl. Die restlichen Kleinigkeiten, die machen wir ja. Puh, da denken wir gar nicht drüber nach. Das Herz. Wir sehen uns im nächsten in diesem Theater. Ja. Das Bike lebt, das Herz tobt, alles ist gut. Guckt es euch nochmal an. So sind wir. Geil. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.